Ja, herzlich willkommen im Kreativatelier. Wie ihr seht, diesmal heute vor unserer Sichtschutzwand. Und im Hintergrund seht ihr den Schlingnöterich. Den benötigen wir heute. Das ist eine Schlingpflanze, die richtig wüchsig ist und bestimmt 8 bis 12 Meter in die Höhe wandert. Und mit der kann man super dekorieren. Einige hatten mich auch schon mal diesbezüglich angeschrieben, wo man den Knöterich findet. Also das ist der Schlingnöterich, mit dem man toll dekorieren kann. Heute in Kombination mit Pfingstrosen. Ja, und dadurch, dass der Schlingnöterich so dermaßen wüchsig ist, schneide ich den des Öfteren einfach. Und das mache ich auch heute. Der ist sehr, sehr gut schnittverträglich. Ich habe eine wunderschöne Pfingstrose im Garten. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Sorte. Top Brass steht bei mir dran. Aber ich finde die ganz, ganz fantastisch. Und die möchte ich präsentieren. Und anstatt die einfach nur in die Vase zu stellen, habe ich gedacht, mache ich doch mal etwas anderes und präsentiere die in einem kleinen Kranz. Eben mit meinem Schlingnöterich. Und dazu nehme ich den Schlingnöterich und mache den so als langen Strang. Und dann nehme ich ihn so, wie er ist und forme ein Kranz, und zwar in der Größe, etwas größer als der Kopf meiner Blüte. Und dann halte ich den mit der einen Hand fest und dann ziehe ich mir die eine Seite einfach hier unten von unten nach oben wieder hoch und verschlinge das sozusagen immer hin und her. Also ich ziehe das immer von unten hoch, ziehe es wieder raus, gehe dann nach hinten wieder runter, hole es mir wieder von innen raus. Und das, ihr seht ihr schon, das verschlingt sich alles miteinander. Und das mache ich auf der anderen Seite ganz genau nochmal. Also ich nehme wieder den einen Strang, biege den nach unten und hole den dann von unten aus der Mitte heraus. Und dann das gleiche nochmal an anderer Stelle. Drehe das ein bisschen, hol mir das wieder von unten nach oben heraus. Und so verschlinge ich den Kranz hin und her, hoch und runter und kann dann das Ganze auch noch so ein bisschen reinstecken. Und ihr seht, ein ganz hübsches kleines Kränzlein entsteht. Und überstehende Stiele, die stecke ich einfach noch mit rein. Und wenn dann hier irgendwie noch was etwas länger ist, dann kann ich das auch noch mal einflechten. Hier ist noch so ein einzelner, den webe ich mir da jetzt noch einfach rein. Ja, und so ist mein kleines Kränzlein fertig und das lege ich mir in eine Glasschale hinein. Und das sieht einfach ganz ursprünglich und wunderschön natürlich aus, ohne Draht, ohne irgendetwas. Dann schräg ich meine Pfingstrose an am Stiel, schneide die ab und platziere die in die Mitte. Ja, das war jetzt eine Sache von 5 Minuten, diesen kleinen Kranz herzustellen. Und ihr seht, in diesem Glas, in dieser Glasschale sieht das einfach ja ganz hübsch und schlicht aus und in der Mitte gekrönt von meiner Pfingstrose. Ja, und hier geht es überhaupt nicht um Perfektion. Ihr seht hier, guckt noch so eine kleine Ranke des Schlingnöterichs raus und manchmal sieht man auch noch die Stielenden. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach um diese Natürlichkeit und die Natur eben zu uns ins Haus zu bringen und dass wir uns dann daran freuen können. Ja, ich hoffe, ihr habt eine hübsche Idee gewonnen. Und ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr eine bestimmte Lieblingspfingstrose habt. Und ob die, wenn ja, ob die auch duftet. Manche stinken ja leider so ein bisschen, aber manche duften tatsächlich auch. Ja, und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach, um keine Deko-Idee mehr zu verpassen. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und viele Grüße.